Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay von wohl dem meist beachteten Panzer derzeit überhaupt, dem T-25 Pilot Number One. Hier in dem Fall sehen wir ihn hier in einem Achtergefecht, ist hier Top-Tier, das ist schon mal sehr, sehr schön. Und ja, ich bin selbst sehr gespannt, warum er so viel beachtet, weil es diesen Panzer derzeit in einem Marathon zu erspielen gibt, der zu Beginn sehr, sehr leicht gestartet ist. Da haben die Leute gesagt, ja, alles viel zu leicht, jetzt kriegt ihn jeder. Und da gab es die ersten Kommentare, die nicht wirklich so waren, dass man sagt, ja, alles klar, die Leute freuen sich. Jetzt werden die Aufträge zunehmend schwerer und auch da beklagen sich die Leute jetzt, dass er zu schwer zu erspielen sein wird. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, man muss einfach ein bisschen was dafür tun, wenn man einen 8er Premium-Panzer haben will. Und es gibt auch die Möglichkeit, über Tokens sozusagen ein bisschen sich da zu helfen. Aber ob man das jetzt gut findet oder nicht, lasse ich jetzt jedem hier mal frei. Ich habe meine Meinung zu den Missionen schon in einem anderen Video gesagt. Könnt ihr euch ja anschauen, wenn ihr das so wollt. Ansonsten auch hier könnt ihr gerne eure Kommentare posten. Ich bin immer sehr gespannt darüber. Jetzt schauen wir uns aber hier rein mal das Gameplay an. Wollt jetzt erstmal auf den Hügel schauen. Da hat er noch nichts bekommen und wir sehen, er ist sehr agil, also er kommt gut in Tritt, ist schnell auf der Geschwindigkeit, die er braucht, fährt hier mit Cola, 192 Durchschlag mit Normal, 243 mit Premium und jeweils 240 Schaden, natürlich HE mit 320 nochmal stärker, ganz klar. Jetzt geht er da auf, muss aufpassen, aber wie gesagt, er ist immer schnell im Tritt. Der E25 kommt hier daher, kriegt sofort den 230er Begrüßungsschelle. Und nochmal eine. Also der E25 macht eine sehr interessante Taktik. Der will eigentlich wohl scheinbar nur die Artis haben. Und jetzt will er hier seiner Arti helfen. Wird rammt der schnelle E25. Arti kommt weg. Sehr schön gemacht, dass er so auf seine Artis aufgepasst hat. Und er hat hier den E25 im Alleingang fertig gemacht. Sehr gut. Sehr schön. Sieht man auch nicht immer, dass jemand so auf seine Artis aufpasst. So soll es aber auch sein. Und jetzt bekommt der 1C da auch nochmal einen Hit. Natürlich dieser Panzer absolut überschaubar von seiner Panzerung her, also da sollte man aufpassen, aber die Kanone ist recht genau, mit der kann man gut arbeiten, wie man sieht. Auch die Einzelzeit ist sehr schön. Also es ist definitiv ein Panzer, der, wenn er erspielt ist, nicht sofort für immer in der Garage stehen bleiben muss, sondern den kann man durchaus auch mal benutzen. 4 zu 8 liegen sie allerdings schon hinter. Eigentlich war es 3 zu 8, bis er den 1C getötet hat oder zerstört. So, jetzt hier die FV-Arti. Und jetzt kommt hier der Ferdinand an, da behilft er sich mit Premium, da kann er nämlich schon mal schön auf den Turm schießen. Jetzt der Treffer ideal und vielleicht jetzt genau, dass er ihn auch noch kettet. Da hat er den Ferdinand jetzt so gestellt, dass er keine Chance hat. Aufgrund der Nachladezeit kann er nämlich hier sich nicht so schnell reparieren, als dass er da rausgeschossen werden kann. Macht er super. Und schon hat er 2700 Schaden zusammen. Aber das war noch nicht der letzte. Da hat er den nächsten E25 vor sich. STA-1 muss er aufpassen. Und hier der E25, also E25 einige am Start. Der Patriot jetzt von vorne. Und von hinten kommt jetzt da der Emil. Und will unterstützen, da auch noch der MT-25, also von jeder Seite irgendwo Gegner. Arti hält jetzt auch rein. Aber sie kommen langsam ran, 7
zu 9. Schöner Treffer aus der Fahrt auf den E25. Jetzt muss er gucken, weil wie gesagt, er hat von überall hat er was. Den E25 hat er jetzt schön gesehen. Und kann den da rausnehmen. Perfekt gemacht. 5. Kill. Gutes Auge bewiesen. Und jetzt auch den MT25 damit den Krieger geholt. Und der nächste E25 wartet schon. Jetzt steht es 11:9. Also ein wahnsinnig schönes Comeback hier. Der E25 haut jetzt ab, aber da wird er nicht mehr wegkommen. Genau so, perfekt, passt. 7. Kill, einer fehlt noch für die Radley Walters. Und da könnte jetzt eventuell die Arti dran glauben. Oder alternativ ist noch die Hellcat am Start. Hellcat geht da jetzt auf, er lädschern HE. Hellcat kommt in seine Richtung, schöner Treffer. 307 Schaden. Und der nächste, der macht ihn dann weg. Perfekt. Damit ist die Radley Walters im Haus. Pools ist leider nicht mehr möglich, aber er kann trotzdem noch die Arti sich gönnen. Wo ist sie? Das ist die Frage der Fragen. Hier ist sie schon mal nicht. Auf A1 auch nicht. Also wird sie irgendwo A5, A6 stehen, schätzungsweise. Wirklich gute Agilität von dem Panzer. Auch im Gelände. Kleine Jump-Einlage, um vielleicht zu überraschen. Aber da überrascht er höchstens sich selbst. Aber die AT geht nicht auf. Ist ja interessant, wo die jetzt sein könnte. Vielleicht irgendwo in der Kartenmitte. Und jetzt nimmt er hier die erhöhte Position ein. Heidewitzka, da hat sich die Adia mal gut versteckt. Schön, dass er da noch hinschaut. Hätte ich jetzt ehrlicherweise hier nicht gedacht. Zündet sie an und macht sie weg. So soll es sein. Super Runde mit einem Panzer, der derzeit für viel Kontroverse sucht und sorgt. Also von dem her, lasst eure Meinung da. Könnt auch gerne was zur Runde schreiben. Creditausbeute ist mit dem Schaden okay, aber gibt's auch schon besser. Von dem her vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.